It's your boy Skinny Penis. Willkommen zurück zu Fallout. Far Cry. Ja, ich habe immer das Infovideo. Moment mal. Das Infovideo aufgenommen. Bezüglich der ganzen Videogeschichte und habe jetzt so oft Fallout gesagt. Das ist natürlich schon in einem drin dann, ganz klar. Was mache ich jetzt hier eigentlich in dem Heli? Achso, ja, ich habe letztens ja ausgemacht in dem Heli. Habt ihr ja recht. Ist ja gut. Ich gehe einfach wo. Was? Warum eigentlich? Wir nehmen direkt die Mission, die am nächsten ist. Was haben wir denn hier noch so? Wisst ihr was? Schreine zerstören werden gar nicht schlecht, weil an diesem Ort können sich. Wir könnten auch einfach mit diesem Helikopter richtig hart reinhasseln. Weil wir einfach alles zerballern können. Guck mal, hier ist ein Gefangenentransporter. Hier waren doch irgendwo Schreine. Bin ich blind? Wo wohne ich überhaupt? Wo bin ich überhaupt zu Hause? Hier. So. Da ist ein Schrein. Okay. Ist hier noch ein Schrein irgendwie etwas näher, dass ich jetzt nicht jahrhundertelang fliegen muss? So. Den holen wir uns jetzt. Ja, ihr habt euch übrigens gewünscht. Das ist ja gar nicht so weit. Sind das echt 100 Meter? Nee, das ist unter mir irgendwas, ne? Ist das jetzt ein Außenposten? Hey, Leute. Ah, wir wollen Sneaky Peaky machen, haben wir gesagt. Wir brauchen den Bogen wieder. Also, ein paar Infos für euch. Weitere Infos, wie wir das hier durchziehen. Ich werde gucken. Oh, der sieht fast aus wie ein Herz. Der lag da unten. Ist das nicht schön? Ach Gott. Da werde ich direkt wieder. Ich verspreche euch hiermit, dass ich die Mission jetzt stark verfolgen werde. Ich habe ein bisschen rumgeblödet, ne? Habe ein Eichhorn gejagt oder was ich davor hatte, keine Ahnung. Und natürlich wollt ihr die Story sehen. Und auch, ich nehme an, auch die Nebenstory. Also einfach, dass es vorangeht. Ich soll nicht großartig im Wald rumpimmeln und so weiter. Das sehe ich genauso. Ihr habt vollkommen recht. Ich will ja auch weiterkommen. Vor allem habe ich ja auch so diesen leichten Druck gegenüber oder von anderen YouTubern. Viele von euch haben sich zum Glück dafür entschieden, bei mir zu gucken, als bei Gronkh oder sonst wo. Und natürlich, da ist ja noch ein Ding. Da ist ja gerade mal noch ein Ding. Haben wir das schon? Nee, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bye-bye, Schrein. Man muss halt auch treffen. Ist schwierig. Sowas zu treffen ist ja auch gar nicht mal so einfach. Ja? So ein Schrein bewegt sich ja auch im Notfall. Warte. Ich will das hier anzünden. Will ich das hier mit auch anzünden? Nee. Nun ja. Ja, ich muss da schon ein bisschen reinhasseln, damit wir eben auch vorankommen, dass wir die coole Story hier weiterbekommen. Will ich auch auf jeden Fall. Alles cool. Des Weiteren, was wird sich noch gewünscht? Oder es wurde angesprochen, ob ich die Zettel vielleicht nicht durchlesen kann, sondern nur öffnen kann und dann direkt wieder weggehe. Aber da kann ich nicht zustimmen, weil ich will ja auch wissen, wie der Hase hier läuft. In dieser speziellen Folge wurde genau das. Hallo? In dieser speziellen Folge waren eben. Handy? Ich nehme gerade was auf. Sorry, Leute. Handy? Wie es ausrastet. Hey, ich bin auch da. Nein, tschüss, lautlos, bumm. In dieser speziellen Folge wurde eben viel vorgelesen, aber ich denke, das ist auch wichtig für die Story. Wir wollen ja wissen, was da passiert. Vor allem will ich ja auch wissen, was da passiert. Und darum kann ich dieser Bitte leider nicht nachgehen. Aber ich denke, das relativiert sich eh, weil es wird ja nicht ständig 8 Kilo vorgelesen. Es ist ja eher selten, dass mal 30 Zettel hintereinander sind. Guck mal, wir haben jetzt schon die ganze Folge, die ganzen 3,5 Minuten nichts gelesen. Da ist ein Büffel. Wir gehen mal eben jagen, Leute. What? Der war gar nicht echt. Schießt der gerade auf mich, ihr Pisser? Bist du das? Bye, bye. Und du auch, gell? Bye, bye. Ein Sekten-VIP war das. Ich fliege einfach in den Wald. Ich gehe hier einfach in den Wald und fiste im VIP. Wo ist denn die Oh. Okay. Das ist echt krass, dass es einfach so kommt. Hallo. Ich hätte nicht aussteigen dürfen. Fuck! Wer ist denn nochmal? Die Tussi. Slytherin? Die Mrs. Seed. Sie will uns anfassen. Sie will unseren Seed. Man weiß es nicht. Wir gucken mal, was passiert. Ach ja, und das hieß, das Spiel wäre noch etwas zu leise. Ich finde, wenn's. Wir haben dich in unser Haus gelassen. In unser Herz. Mhm. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Mhm. Ich finde, das Spiel ist wirklich gar nicht mal so unlaut. An lauten Stellen muss ich, glaube ich, auch sehr laut sprechen, damit er mich überhaupt noch hört. Ein sehr interessantes Geschöpf. Ich kann einfach auf ihn draufkacken. Mhm. Oh, das ist gut geworden. Ja, also ich hoffe, ich habe es jetzt trotzdem noch etwas lauter gemacht. Ich muss halt selbst lauter werden, wenn es krass wird. Ich hoffe, das passt euch so. Und ich werde nicht so viel Stuss bauen. Also,
lustigen Schluss, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe in der letzten, ich habe zwei Folgen, habe ich so ein bisschen arg gedödelt, bin zu oft gestorben, wie ich finde, ohne mir jetzt selbst Druck aufbauen zu wollen. Ich habe ein bisschen dumm Zeug gemacht da. Ich werde mich fokussieren. Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Unser Weg in dieser Welt. Du bist der Beweis. Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Oh. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die da draußen werden sehen, was wir erschaffen haben im neuen Eden. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Du richtest mich. Du richtest uns. Und was wir getan haben. Die Leute sagen, dass ich verrückt bin. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Packt dich da nicht derselbe Horror? Das ist unsere Welt? Das? Das ist die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Gemeinden werden auseinandergerissen. Mauern werden errichtet, weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyrannen zu dumm sind, um uns anzuführen. Jetzt küsse ich ihn gleich. Ich habe nicht darum gebeten. Ich wurde auserwählt. Sieh, alles nähert sich seinem Ende. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Sieh, die Menschheit ist schwach und verletzlich. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Naja. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen zu handeln. Anzuführen. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Unschuldig und rein. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ich kann dich halten. Nein, nicht. Walk the path. Okay. Man ist ja auch fast davon überzeugt. Ich meine, das, was er sagt, macht ja irgendwie Sinn, nicht wahr? Aber so ähnlich wie eben auch NPD-Plakate. Rookie, Rookie, Rookie. Oh Gott, hey. Öffne die Augen. Oh Gott. Das Adrenalin. Komm schon. Digga. Komm schon. Ich kämpfe. Komm. Jetzt beruhige dich. Keine Bewegung. Du bleibst jetzt liegen. Nicht ganz still. Gut. 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 Grundgütiger, du hast uns eine scheiß Angst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft, die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Grady soll ihn haben, aber... Und wo ist dieser Grady? Ach, Herrgott. Also, du musst dich entspannen, leg dich hin. Wir reden dann morgen. Jesus. Jesus. Bist zu schnell aus dem Rausch erwacht. Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Nö. Mademoiselle, Wortwahl. Ich warte das noch kurz ab, bevor ich weiter laber. Unser cooles Hemd, krass. Schön, ein freundliches Gesicht. Alles gut? Sehr gut. Ähnlich wie NPD-Plakate, wo dann irgendwie draufsteht, für mehr arbeiten, alle so, ja, das ist doch gar nicht so schlecht, die wähle ich. Aber dabei sind es halt die behinderten Nazi-Böcke, wisst ihr? Und das ist, glaube ich, mit dem Joseph, oder wie er heißt, ähnlich. Ich hab's Bliss verloren, Deputy. Zum Glück war der Sheriff zur Stelle. Gib dein Bestes, um dich zu revanchieren. Habe ich jetzt eben Blissöl aufgesammelt? Ich danke dir. Auch im Namen der Cougars. Willst du vielleicht Blissöl auf deine Nase? Was soll das? Was soll das?
Hast du ein Problem mit mir oder was? Hä? Was? Haben wir gerade keinen Kämpfer am Start? Achso, ja, wir haben ja letztes Mal diese Madeleine oder wie sie heißt reingeholt. Die ist jetzt eh gerade auf dem Cooldown. Okay. Wir gehen mal direkt darüber, wie sie einen Raketenwerfer im Haus führt. Was geht? Was geht, die Stefferik? Wenn man seine Waffe nicht ziehen muss, vergisst man leicht, was es bedeutet, Recht und Gesetz aufrechterhalten zu müssen. Ja, ich weiß. Früh komm mal runter, Kumpel. Immer mit der Früh komm mal runter, Kumpel. Was ist mit dir los? Hallo? Kann ich jetzt bitte mal an diese Wand? Ich muss dich was fragen. Okay. Hast du schon mal von einem Kerl namens Feeney gehört? Nope. Er war der Apotheker der Stadt. Viele haben ihn respektiert, hielten ihn für eine Stütze der Gemeinde. In Wahrheit war er nur ein Drogendealer. Was? Feeney ist jetzt bei der Sekte, hat denen geholfen, Bliss zu erschaffen. Er soll oben bei den Jessop-Gewächshäusern sein. Da gab es einen wunderschönen Lichthof, bevor. Jetzt nutzt Feeney das, um sein Gift anzubauen. Überall nur noch Felder von diesen grässlichen Blumen. Also dachte ich, wenn du da zufällig vorbeikommst und seine Blumen verbrennst, ich wette, dann kommt Feeney bestimmt panisch angelaufen. Mach ich dir easy, den hassle ich dir easy hin, den Abfackler. Kann ich bitte da... Ja. Ja, danke. Oh Gott, wenn er mich jetzt einsperrt, dann kotze ich. Notiz für Virgil. Dad, kann ich mir $100 leihen? Oder nur 80? Nur bis zum Zahltag. Es ist für Baseball. Ja, ich habe die Registrierungsgebühr bezahlt, aber da gibt es noch Zusatzkram, von dem ich nichts wusste. Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass ich es versuchen und weiterspielen will. Ich kann dir das Geld bald zurückzahlen. Warum ist die Maus immer in der Mitte? Wenn ich starte, das zirkt ein bisschen. Wir wären richtig arm dran, wenn du das Gefängnis nicht in Kugerhand gebracht hättest. Ja, ich weiß. Ich dachte, da liegt Geld. Schade. Ich dachte, da liegt Geld rum. Hast du vielleicht die Geld? Die Kugers im Gefängnis haben nur trink Gutes nicht so viel, über trink nicht so viel. Psch. Von so einem Saufkopf, lass ich mir mal gar nichts sagen. Haben wir hier auch einen Helikopter? Können wir unseren wunderschönen Helikopter... Ja, da vorne. Jetzt holen wir nämlich unseren Helikopter. Was ist denn da vorne? Da hat noch jemand irgendwas. Ah, Schissel. Ronaldo. Ganz langsam mein... Tief durchatmen. Warum ist der jetzt... Nur die Ruhe, Cowboy. Da wird niemand verletzt. Warum ist der jetzt so markiert? Bist du jetzt Base oder was? Ich wusste, dass du unten bist. Kommt der jetzt mit? Nee, ich dachte, das wäre jetzt unser neuer Ehemann. Schade, kann ich durch, bitte? Hallo? Ja, geh weg. So, Monsieur, hast du noch irgendwas für mich? Warum hat der so ein... Was ist? Ich habe Explosionen draußen bei der alten Radarmine gehört. Was? Ich dachte, das sei die Sekte. Doch als ich nachsah, war es bloß eine dämliche Filmcrew. Hä? Fragte, ob ich im Film mitspielen will. Und hast du es gemacht? Ich hätte es gemacht. Mensch, ey. Da lässt er sich so eine Chance entgehen. Ja, das ist ein Grasdackel. Ey, ich mach die Tür noch bald kaputt, wenn ich einfach so durchbreche. Achtung. Bah! Bah! Hä? Seit wann ist jetzt diese verkackte Tür zu? Ich bin eingesperrt im Gefängnis. Fuck. Oh, fuck, dude. Hallo, Sir. Hallo, Sir. Können Sie bitte salutieren, wenn ich an Ihnen vorbeilaufe? Ah, warte kurz. Stopp. Ich beiß mir gleich in den Sack, Mann. Jetzt habe ich den blöden Ding wieder nicht ausgewählt. Halt, hier kann man doch auch kaufen und fängt auch nicht, wa? Ayo. Ayo, Kartoffelbobo, sehr schön. Gegenstände. Wir können alles kaufen jetzt. Warte mal. Ist das Ammunition oder was? Das ist Munition, okay. Aber ich will doch zufällig ein Ding kaufen, bitte. Eins Waffe. Kann man nicht. Das ist aber blöd. Wir spawnen mal unseren Helikopter. Und rasten richtig aus. Haben wir den eigentlich schon angepasst? Der ist ja so schön, ne? Ja doch, grün ist schön. Fahren. Ja. Danke. Hoppala. Ah, was ein wunderschönes Teil, oder? Guck mal, sogar mit Kamera. Oder Licht, je nachdem, wie man es sehen möchte. Dann fliegen wir jetzt mal direkt zu diesem Doktor Wahnsinn. Oh, sorry. Und natzen den mal richtig weg. Da habe ich jetzt Bock drauf hier mit dem Adler. Go, Power Rangers. Und dann sollten wir auch langsam mal anfangen, so langsam aber sicher die Leute zu befreien. Also diese Helfer, wir haben bis jetzt nur die Frau halt, die so gerne flucht und so weiter, haben wir bis jetzt nur befreit. Aber ja, mehr noch nicht. Zerstöre das Eigentum der Sekte, um Widerstandspunkte zu erhalten. Läuft doch. Ist da ein Tunnel da unten? Ja, da ist ein Tunnel. Schon echt cool. Also sieht wunderschön aus. Viele von euch haben geschrieben, wie bombastisch sie den Grafikstil finden, wie schön das ausgearbeitet ist. Und da muss ich euch natürlich recht geben. So ein Taschenrechner im Helikopter ist natürlich auch besser als
außerhalb. Was ist denn hier? Warum ist hier irgendwas? Sind wir hier zufällig an einem Prepper-Versteck oder wie darf ich das verstehen? Ja, moin! Hört auf mich zu schießen. Ich lande jetzt hinterm Ding. Sonst schießen die auf den guten Helikopter. Oh, fuck. Langsam. Ah, das haben wir letztens so sneaky beaky übernommen. Wisst ihr noch? Das Ding hier. Ah! Ich habe euch gewarnt, die Sekte ist verrückt geworden, aber ich habe mir schon lange einen Rückzugsplan überlegt. Ich werfe meine beste Ausrüstung in mein bestes Auto und dann verpisse ich mich. Fast... Fang gar nicht erst an, mich egoistisch zu nennen. Ich habe euch ein paar Kleinigkeiten dagelassen, mit denen ihr gegen die Säcke kämpfen könnt. Und meinen zweitbesten Wagen, den Midnight Ride. Wenn ich nur wüsste, wo ich den Schlüssel gelassen habe, er ist irgendwo in der Garage. Geld. Das gehört schon mal mir, das Geld. Greift hier irgendjemand diese Butze an? Oh fuck, das ist so einer, der... explodiert. Oh. Okay, warte, ich wollte eigentlich schlagen. Alter, das war anzoomt. Ah ja, warte. Man kann Steine werfen. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich glaube, Paper, hast du mir das geschrieben? Ich habe mich doch darüber aufgeregt, dass man keine Steine werfen kann. Weil man in den alten Teilen immer Steine werfen konnte. Damit kann man Leute ablenken, wenn man sneaky biegt. Und von denen haben wir unendlich. Das ist der Hammer. So. Sind sie jetzt down? Da oben ist noch jemand. Was macht denn der jetzt bitte schön da oben, der Dödel? Was hat der da auf dem Dach zu suchen, auf unserem Dach? Ich komme hoch, ich mache euch das. Hallo. Alter, der tötet Leute! Also Mensch, ihr müsst euch schon so ein bisschen anstrengen, Jungs und Mädels. Da war noch irgendwas Rotes. Wo ist es? Na, das war's. Gut. Also die stehen da oben mit dem Feind auf dem Dach und kriegen nichts gebacken. Das ist schon ziemlich schwach. So, schön das Geld klauen. Wir wollen uns ja bald wieder einen weiteren Helikopter kaufen. Unser anderer ist noch da, ne? Ja, sehr schön. Ich will kurz gucken, was ist denn hier? Wieder waren wir noch nicht. Wie, hier waren wir noch nicht? Oh, Leute. The Midnight Red. It's your boy. Midnight... Oh, was ein sexy Teil. Aber kommen da gerade echt Leute angerannt? Oh shit! Okay, das Auto ist noch ganz, ne? Gut. Wisst ihr, ich arbeite mich hier gerade durch ein Auto durch. Könnt ihr mal bitte aufhören, mich irgendwie anzupimmeln, wenn ich hier gerade was suche? Komm, der ist hier irgendwo versteckt, der Schlüssel. Oh Gott, was ist das für eine. Was ist das für eine komische Sache hier? Halt. Alter! Danke! Ich weiß gerade echt nicht, was ich mache. Ich laufe hier gerade so random rum und auf einmal sind hier irgendwelche Sachen. Hat hier gerade jemand echt hingeschossen. Hier schießt jemand hin, hier zu mir. Schlüssel! Komme ich hier... Ah! Schlüsselkarte. Wir haben irgendeine Schlüsselkarte gefunden. Können wir hier doch eben irgendwas nehmen? Oregano, okay. Och, die Leute werden voll gemetzelt und ich hocke auf dem Klo. Das ist schon echt fies, was ich hier treibe. Kann ich bitte den Autoschlüssel haben? Dankeschön. Thanks, Deed. Hm. Wisst ihr, was mich irritiert, wenn ich hier irgendwas aufheben könnte, was in der Nähe ist? Dass es dann direkt so kommt. Es sollte erst aufploppen, wenn ich auch drauf gucke oder zumindest in die Nähe gucke. Immer aufhören, mich hier anzugreifen. Dankeschön. Alter, die ist ja echt hart drauf. Boah! Die greifen ja echt die ganze Zeit an, ne? Oh shit. Da oben brennt eine Frau. Oh Gott, brennende Penner. Ich bin ja schon da. Alter, hast du echt ein verkackten Ding am Start? Oh Gott! Warte kurz, Frau. Ja, du Scheiße. Komm her. Danke, dass du aufgepasst hast. Bitteschön. Ist der jetzt tot? Ich weiß nicht, ob der jetzt gestorben ist. Oh mein Gott. Ja, das habe ich auch eben gedacht. Also ich... Da unten... Ist er das? Nee. Doch, Flammenwerfer. Baba, my friend. Ihr habt gesagt, ich soll unbedingt den Flammenwerfer nehmen. Den brauchen wir dann eh gleich zum Abfackeln der Felder. Nehmen. Hoppala, das war nicht... Nee. Okay. So, irgendwo in der Garage hat er gemeint, ist der Schlüssel. Da können wir ins Arcade einsteigen. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Hier ist... Wir sind voll. Ich frag mich, ob... Ah, jetzt kann ich hier rein? Ah, so.
Perfekt. Ist das das? Ist das der andere Wagen? Ha! So. Jawohl, so ein Magazin. Ultra viel Cash, wir sind reich! Unten, ein Revolver, wollte ich sagen, unten Anrufbeantworter. Verdammt, Junior, nimm das Ding überhaupt auf! Ja, es ist an! Du machst das echt toll, Papa! Ich weiß, dass ich das toll mache! Du bist meinen Lenden entsprungen, Sohn! Du brauchst mir nicht zu sagen, wie ich mich schaffe! Hallo! Was ist mein Senior? Ich bin Veteran, Geschäftsbesitzer, liebevoller Vater! Okay! Und ich will Senator für diesen Staat werden! Ja, aber der ist gleich. Okay. Gib mir Werkzeug, ich repariere dir alles. Warte kurz, ich hole kurz jetzt jemanden mit, und zwar hier unseren anfänglichen Menschen. Ja. Boom. Unterwegs. Ich trinke kurz was. Die labern gleichzeitig, ich habe keine Lust mehr. Jetzt höre ich das ja nicht mehr. Okay. Ich glaube, das hier ist das Auto, das von dem er gesprochen hat. Und der Schlüssel sollte nicht der Autoschlüssel sein, hoppala, sondern einfach der Schlüssel für die Garage. Das habe ich nicht gerafft. Wie shit. Was ist das hier für ein Teil? Steht irgendwo ein Name dabei? Nee. Der ist auch cool, aber ich glaube, der andere ist cooler, oder? Der hinter uns. Der ist halt richtig krass, weißt du? Ist ein Automobil. Den nehme ich. So, steig ein, Jimmy. Wir fahren weiter. Let's go, B. Oh, fuck. Ich will boosten und dann mache ich die Fahrhilfe an. Auf Shift. Fahrhilfe. Also, das verstehe ich nicht ganz. Guck mal, das fährt doch nicht mehr von alleine. Ich muss trotzdem auf W drücken. Das ist doch bescheuert. Ich dachte, gut, dann kann man dann auf Fahrhilfe drücken, kann kurz scheißen gehen, dann ist man 8 Kilometer gefahren. Aber nein! Hallo? It's your boy, Penny Skinis. Oh fuck, wir stecken! We got a problem over here. Hallo? Oh nein, nein, nein. Keine Ahnung, was da los ist. Komm mit, wir brauchen kurz den Truck. Hallo? Warum ist jetzt bitte schön das Auto? Wo stecke ich da? Achtung, Jimmy. Jimmy, wo ist... Entschuldigung. So. Wo kommt ihr aus dem... Ihr kommt einfach aus dem Wald? So, du wirst jetzt abgefackelt, mein Fräulein. Du fängst ja jetzt. Haha. Und das setzt nämlich auch noch an. Das breitet sich nämlich aus. Das war damals... Wow! Wie? Das breitet sich nicht aus. Hallo? Das war nämlich früher immer das Geile bei Far Cry. Dass sich das Feuer ultra ausgebreitet hat. Wow! Jetzt! Das wird nämlich ein richtiger Steppenbrand. Ich erinnere mich noch an Sachen, ich glaube bei Far Cry 2 war das oder bei 3. Oh, 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 oh! Wo du dich versteckt hast in einem Busch und irgendjemand hat aber weiter weg was angezündet mit einem Molly oder so und auf einmal hast du voll die Probleme, weil dein ganzes Ding abbrennt. Also es geht auf einen ziemlich großen Bereich zu. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt... Also ewig weit kann es ja nicht gehen, sonst wäre die Welt ja abgefackelt. Aber ich denke, es hört jetzt hier gleich auf. Ja, da hört es jetzt auf. Es ist schon ein großer Bereich, vor allem wenn man sich denkt, wenn hier auch noch Gras wäre, dann wäre das wahrscheinlich bis hierhin gegangen. Und auch noch ein bisschen, wenn da kein Berg wäre, eben auch nach da drüben. Also ja, schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht, komm rein. Komm, Jimmy. Sorry, dass ich angefahren habe, gell? Wollte ich nicht. So schnell kannst du gar nicht gucken. Naja, komm, wir fahren den auch nochmal hier. Zack. Einfach mal zack. Ist das hier die Abkürzung? Benny? Oh, wie man mich hier so anguckt. Benny, das sind Leute. Kann man hier vielleicht jemanden retten? Waffe ist leer! Waffe ist leer! Waffe ist leer! Nice, wir haben den Zivilisten gerettet. Bye bye. Nein, nicht davonlaufen! Oh fuck. Oh, 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 oh. Das war ein bisschen schlecht, glaube ich. Ich nehme an. Was geht hier ab? Ich nehme an, dass wir das Auto jetzt dann hoffentlich irgendwie in so einer Schnellauswahl haben. Das war jetzt nämlich gerade ein Riesenfail, dass ich da runtergefallen bin. Kommt man hier überhaupt irgendwie wieder hoch? Ah ja, da. Krass, die Strömung, wie sie ihn wegtreibt. Warum ist hier dieser scheiß Dampfrauch? Wir sind hier weg.
Ja, ich muss jetzt ein Auto von euch nehmen, sorry. Ey, was fährt mich? Ey, die sind krass. Dankeschön, Benny. Benny, aber... ist jetzt... Ich raff's gerade überhaupt nicht, das ist doch ein Feind. Ich bin über was gestolpert, was die Sekte geheim halten will. Die sind auf dem Jessop-Grundstück. Das ist das... Sage mal, sind die alle wahnsinnig? Ich brauche Munition für die Dinge. Bam! Nee, ich bin hier nicht irgendwo oben. Alter, hat die mich gerade echt umgeboxt, die Frau? So, sind wir jetzt wieder cool? Dankeschön. Heidenei. Das ist doch nicht wahr. Ja, ich war dabei, ich habe das gesichert. Ich bin über was gestolpert, was die Sekte geheim halten. Aha. Die sind auf dem Jessop-Grundstück. Das ist das mit dem alten Wissenschaftszeugs. Und die haben sofort auf mich geschossen. Ich konnte gerade noch weglaufen. Ja, da bin ich doch gerade unterwegs dahin. Was läuft da für eine verkackte Musik in dem Auto, in dem anderen? Die haben aber auch echt keinen Musikgeschmack. Jim, komm, los geht's. Okay. Oh, wie die alle irgendwas Geiles in ihrem Auto haben. Das sieht aus wie so ein kleiner Smart oder sowas hier drin mit diesen Drehreglern. Leute, wir fahren ja gerade einen Schmann. Los geht's. Kommt man da überhaupt drüber? Oh, sorry, Bro. Überhaupt nicht gewollt. Kann ich da drüben hoch? Ja, kann ich. Ba. Okay. Oh, krass, wie es direkt davon getrieben wird. Von der Strömung. Die Strömung ist heavy. Aber irgendwie... Oh Gott, das ganze Wasser ist verseucht. Bist du gut? Okay. Ich... Nee. Nein! Oh fuck! Ey, das ist echt sackschwer, das Spiel. Du wirst einfach überfahren, dich fliegt ein Helikopter an. Ich hab nichts zum Schießen. I'm fucking dead. Like a piece of bread. Nix hat der Peter Hilfe. Ich bin selbst gefickt, Mann. Ich hab keinen Medipack mehr. Ich bin down. Rette mich! Bitte! Ich rette dich jetzt nicht. Ich hab keine Ahnung, ob ich die anzünden kann von hier. Nee, das geht nicht. So weit geht das nicht. Nie im Leben. Okay, wartet. Wir holen einfach Hildi. Die krasse Verrückte. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ja, hier. War ja klar. Sender wollte mir gerade Paar-Yoga für Fortgeschrittene zeigen. Das muss warten, Thunderjunk. Da ist sie. Mach den tot! Ich hoffe, du bist bereit. Da kommt Ärger auf uns zu. Kill ihn. Siehst du ihn schon? Da. Da sind sie wieder. Ja, mach den tot! Ja! Woo! Langsam kann ich das Spiel nämlich. Ach, jetzt reden wir mit umgefahren. Wow! Sieglinde! Man kann es doch echt übertreiben. Junge! Geht drauf. Ja. Oh Gott, die ballert da jetzt schon voll drauf. Holz drauf! Die stürmen wir. Virgil hier. Sobald du die Gewächshäuser erreichst, musst du da aufräumen. Zünd einfach alle Blitzpflanzen an. Mach ich. Lockt Fini dann aus dem Wald. Viel Glück! Was lockt der aus dem Wald? Ist die gerade abgestürzt? Du verarschst mich. Du rollst mich gerade durch den gesamten Wald und fickst mich durch. Ich komm zu dir. Die Alten. Ich muss kurz weg, weil ich bin voll hingefallen. Ziemlich brutal. Aua. Sorry. Alter, renn zu mir! Bist du des Wahnsinns? Ich verreck. Oh Gott. Aha. Oh Gott. Haha. Warum brennt der Scheiß hier nicht? Hallo. It's your boy, skinny penis, na. Ohoho. Ich bin so genudelt. Nice, sehr gut. Bitte kill alle. Es brennt überhaupt niemand in irgendeinem Feuer. Ich finde es krass, dass die auf einen zurennen. Du, willst du vielleicht Feuer schmecke? Oh, shit, Mann. Okay, wartet. Krass, dass wir noch leben. Finde ich echt gerade übelst nice. Du, hier. Ich habe ihn nicht getroffen. Okay, wartet. Wir sind noch voll geplündert. Okay, alles klar. Habe ich wieder Munition dafür? Nee.
Das ist sehr, sehr schlecht. Das ist echt ultra schlecht. Hier. Jetzt friss doch mal. Na also. Da ist Munition. Ja, ich mach das ja auch an. Ich bin doch der Mensch, der hier Feuer macht. Oh Gott. Ja, ich bin mir sehr sicher. Oh Gott. Okay, wartet, wartet, wartet. Die alle fliegen. Oh Gott, das ist so heavy. Das ist so heavy. Oh mein Gott! Okay, das kann ich gar nicht überleben. Das ist unmöglich. Ist die Alt tot? Sie ist tot. Okay, wartet, 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 wartet. Wir geben alles. Bleib bloß weg. Warte bitte, bis mein Mate da ist. Granate ist raus! Bist du verrückt? Hallo? Okay. Wir müssen nur die ganzen... Oh Gott, hier sind wir da. Lass dich auf dem Weg nach unten nicht vom Teufel treten. Doch, ich meine, ja, ja. Ich versuch's. Weißt du, da ist sie ja. Ja, nice. Bitte kill alle. Kill einfach bitte alles. Wir müssen unbedingt jetzt hier ran. Geht hier das Wasser aus? Ja. So. Wasser ist aus. Anzünden die Kacke. Die haben nicht mehr viel Muni dafür. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch einen Großteil der Leute. Oh Gott, da drüben brennt es ganz. Da brennt ja schon alles. Hier brennt ja schon alles. Sehr schön, sehr schön. Nice. Was jetzt? Unterstütze ich dich nicht mehr oder gern? Nice. Danke. Jetzt läuft's, Leute. Jetzt läuft's, glaube ich. Ja. Ah. Gut. Saugut. Da, aber da ist noch ganz viel. Leute, das dürft ihr nicht einatmen. Ja, alle freuen sich voll, fangen an, irische Volkstänze zu machen und sowas, weil das Weed weg ist. Hört doch bitte auf, das anzufassen, das ist bestimmt giftig. Also ich meine, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass es giftig ist. Hübsches Team, ja? Ich noch Ärger bei dir an. Sei vorsichtig und vergiss nicht, du musst diese Blissfelder abbrennen. So mach ich da. Mach ich doch locker. Also wir machen das praktisch, damit unser Knilch zurückkommt, ne? Ja, MP-Munition, oh, um Gottes Willen, endlich. Kann man eigentlich auch Waffen anpassen? Ja, ne? Kann man auch. Oh Gott, Musik! Musik! Wo? Wo? Das ist doch... Nein! Ich will keinen ID-Treffer haben, wir haben es jetzt schon die ganze Zeit geschafft, ohne ID-Treffer rumzukommen. Wo kommt die Musik her? Sorry! War das einer von uns? Ja, das war ich! Ja, eine Karte. Scheiße, ja! Scheiße, ja, das scheiß Radio ist aus. Der Kerl, ja. Wir gehen jetzt hoch und sammeln hier noch kurz alles auf. Das mache ich jetzt noch in dieser Völk. Ja, wir hören uns hier mal die Geschichte an. So. Weed. Oregano. Hallo, das würde ich gerne hören. Die letzten Lieferungen müssen rein sein. Unser Bestes. Das ist das, was uns bleibt, während wir den Kollaps aussitzen. Ich komme vorbei, um mir die letzten Lieferungen anzusehen. Gut. Alles klar. Hier hinten liegt noch ein Zettel. Notiz des Chemikers. Die Proben 7, 9 und 12 von dieser Woche sind bereit für die Analyse durch Dr. Feeney. Feeney. Bitte auf die Daten auf den Etiketten achten, damit sich der Vorfall von letzter Woche nicht nochmal wiederholt. Macht den Arbeitsplatz schön sauber, bevor er kommt. Sein Fachwissen macht ihn unersetzlich und seine Ansprüche sind nicht mehr als angemessen. Also müssen wir sie auch erfüllen, nicht wahr? Gut. Achso, ja, und die Felder brennen wir doch kurz ab. Ja, alles klar. Das ist ganz klar. Da müssen wir natürlich schon durch. Ist logisch. Wer den Pfad beschreitet, wird zum Angel. Ja. Und ein Ding holen wir uns jetzt noch. Hä? Ah, hier. Und wir holen uns noch ganz dringend einen Bogen wieder. Wir brauchen unbedingt den Boden. Bogen. Wir brauchen unbedingt einen Hoden. Wo ist denn der Bögen? Hier bei Spezial bestimmt, ne? Da ist er. Was ist das? Eine Schleuder! Sick, my dude, it's so sick. Einen roten Reif. Wir können auch Angeln kaufen. Kann man damit... Klappt ja, damit kann man auch Leute anangeln, bestimmt. Man kann ihnen bestimmt so ein bisschen Damage geben. Ma... Wollt ihr mich gerade verarschen? Nice, nice, nice. Okay. Wir nehmen uns den hier. Wir können den noch an... Also ich packe ihn mal... Achso.
Erst Felder abfackeln, dann Teil holen. Sorry, Leute. Nee, ich kämpfe nicht für den Vater. Das ist nämlich mein Platz. Der gehört schon mir. Da drüben ist noch eins. Das ist zufällig meine Ladung, Bliss, die hier verbrannt wird. Oh Gott, ich bin so langsam und so high. Schnell hier raus. Jetzt geht's los. Ich habe nur ein Stück verbrannt vorhin. Okay. Ist das jetzt weg? Ah, 2 von 3, sehr gut, das ist das letzte. Achtung, Achtung, Achtung. Die sieht doch aus wie ein Mann. Aber irgendwie doch nicht. Hey, Däppchen, Fini kommt zu dir. Mach dich bereit, das ist deine Chance. Leute, das sind sau viele. Ich umlauf die. Und gib ihn von der Seite. Booyah, Shaka! I can't stop this feeling! Oh, leck mich am Ärmel. Denn ich bin schon tot! Ich glaube, sie ist auch down, kann es sein? Ich sehe sie nicht mehr. Ja, sie ist auch down. Das ist weg! Ja, der nur Flammenwerfer ist Quatsch irgendwie. Also man muss zu nah an die Leute ran, wird zu leicht selbst getroffen von den Flammen. Da muss ich dann schon so ein bisschen, ich brauche unbedingt einen zweiten Waffenslot. Einen zweiten Waffenslot, hey, das wäre perfekt. Fini kommt zu dir. Mach dich bereit, das ist deine Chance. Ja, gleich, ich will noch kurz auf die... Der Bliss. Hallo? Eine Patrouille hatte gemeldet, dass ich im Salon einen Zivilist verstecken würde. Ich war nachsehen und habe einen leeren Raum voller Spritzen gefunden. Wir müssen Fini killen. Als hätte jemand herumexperimentiert. Wir müssen Fini killen noch. Wartet mal, wartet mal. Komm ruhig runter. Bitte, bitte, nein! Da erledigen wir sie. Ach, jetzt... Fuck! Jetzt verpisst er sich und ich habe nur diesen verkackten Flammenwerfer, wo ich maximal in meinen eigenen Hosenstall reinschießen, feuern kann. Nein! Dumm, dumm, dumm. So, erreiche... Jetzt habe ich den Waffenladen angezündet. Ich hack mir die Finger ab. Und die Musik läuft noch! Ihr rollt mich doch gerade sowas von über alles. Okay, er ist halt jetzt da hinten, der Feni. Komm. Ich muss einfach jetzt erzählen, damit es keinen ID-Treffer gibt. Und jetzt gehe ich schnell hier hin. So, das ganze Haus brennt. War ich aber nicht. Nicht, dass ihr glaubt, dass ich das war. Kann ich jetzt irgendwie diesen Bogen benutzen dann direkt? Kann ich auf den draufschalten? Details ein aus. Hab ich den jetzt? Ah ja. Achso, aber wartet. Martha, nee, wir brauchen jetzt schon eine andere Wumme. Es geht nicht. Ich hab ihn. Okay. Weil wenn jetzt hier trotzdem irgendwie jemand wegfliegt, komme ich da nicht wirklich rum mit dem Ding. Ah, wisst ihr was? Wisst ihr gerade einmal was? Wir haben doch diese Punkte. So, 12 Stück. Wo ist der zweite Waffenslot? Bestimmt hier irgendwo. Trage mehr Faustwaffen und Nahkampfwaffen mit dir. Schaff Platz für mehr Gegenstände im Inventar darunter. Okay. Trage mehr Pfeile. Also das ist mehr trage mehr Jump Bumble. Du kannst nun eine dritte Waffe jeden Typs im Waffenrad tragen. Ich glaube, das ist es, was wir wollen. Oder? Ist es das? Ich glaube schon, dass es das ist. Was ist das hier? Schnelles Nachladen. Okay. Dann nehme ich jetzt das hier. Ja, da sieht man es. Sehr gut, sehr gut. Wobei, wo ist denn dann die zweite? Naja. So. Und jetzt können wir richtig reinwursten. Ach, sag bloß, ich habe es nicht. Ist hier irgendwo noch ein Mensch? Ja gut, an Waffen kommen wir ja dann doch ganz gut, ne? Also mit unserem zweiten Waffenslot halt. Ich sehe es jetzt ja hier. Ja, wir haben hier einen weiteren Waffenslot. Das heißt, sobald wir jemanden finden. Hallo? Ah. Hat der da hinten mich jetzt gesehen? Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt echt nicht. Dass der mich gesehen hat, in 8 Kilometer Entfernung, mitten im Wald. Tja, ich bin immer Mr. Sneaky. Oh, fuck. Oh, fuck. Dynamit? Ist sie auch down? Nee. Ey, die sind krass. Ich habe ihn nur auf normal gestellt. Und die gehen doch echt grob ab, oder? Hallo? Kann ich jetzt mal bitte das Ding nehmen? Da hinten ist... Ah, jetzt. So. It's your boy. Mit der Waffe. Wo bist du? Da. Na, was sagst du dazu, hä?
Und die haben schön immer viel Munition und so weiter. Es ist optimal. Es ist optimal. Jetzt. Jetzt sind wir auf einem Optimum, glaube ich. Es war etwas schwierig mit einem... mit einem... Weil? Naja. Komm, wir machen das noch. Ne, Leute, da kenne ich nichts. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Wisst ihr, damit wir... Also ich versuche... Moment. Ich versuche... Oder ich möchte zumindest versuchen, dass die Folgen auch so sind, dass sie geschlossen sind, dass sie einen Inhalt bieten, der, ja. Hallo! der einen Anfang und ein Ende hat und wir machen dann halt Mission um Mission, am besten in den Folgen. Ich versuche, dass es so irgendwie klappt. Ganz schön laut! Schmeiß doch mal ein Döschen, nicht wahr? Base Jump entdeckt, okay. Vielleicht nehmen wir doch lieber so einen Truck. Hallo? Seid ihr nicht eigentlich Leute, böse Leute? Ja. Habt ihr da einen Geisel oder was? Findet heraus, wo das herkam. Ich bin gerade auf euch zugefahren. Rollt ihr mich gerade durch den, hä? Guter Schuss. Steh auf, komm. Danke, dass du mich gerettet hast. Also die sind echt zum, das ist ein bisschen merkwürdig. Auf der einen Seite sehen sie mich wirklich von irgendwo aus dem Wald. Und dann fahre ich vor sie und sie... Was war das? Finde mal heraus, wo das herkam. Besser nicht zu viel von den Medien. Ich habe nämlich das Drogenlabor unter dem Fleischshop ausgekundschaftet. Mhm. Aus dem Keller kamen furchtbare Geräusche. Sein Kopf, what the fuck? Alter, mach deinen Kopf nochmal. Okay. Hat da oben jetzt jemand geschossen? Hat mich da gerade jemand abgefuckt oder was? Die haben da ein totales Lager am Start, ne? Ja, nehmen wir ganz klar mal einen Mölli. Molotov-Cocktail. Ich wollte keine zwei werfen. Ah, ja. Was ist los? Aha. Oh Gott. Da ist ein Ding. Tulla. Tulla, geh lieber mal aus dem Ding raus. Geh mal von da weg. Ich loote die noch kurz. Scheinbar ist der... Der Katzerich wieder davon gehüpft. So. Okay, let's go. Komm mit. Ja, passt schon. Bist du da? Schnell. Wir fahren mal davon. Das wird mir zu bunt. Ja, das ist schon mal ein bisschen leiser hier drin. Ah, schade. Ich bin so ein richtiger Lurch. Ich überfahre einfach arme kleine Tiere. Bin ich hier noch richtig? Ach, wie ungeschickt von mir. Schade. Oh nein, das wollte ich mal überhaupt nicht. Hallo? Du, warte mal. Jetzt geht's los. Was ist denn mit dir los? Hallo? Man hört Gerüchte, dass die Sekte tonnenweise Vorräte in die Schwefelhöhle schafft. Aha. Keine Ahnung, ob es Waffen oder Drogen sind. Ich weiß nur, dass ihnen der Ort verdammt wichtig ist. Oh, das finde ich ultra sick, dass hier so viele Leute rumstehen, die irgendwas zu labern haben. Also klar, wenn wir dann erstmal alles abgedeckt haben, dann sind da wahrscheinlich nicht mehr so viele. Komm, den treffen wir auch noch, deine kleinen Knilch. Die Frau, meine ich. Setzt das Ding in Bewegung. Danke. Bitte. Ich verstehe, warum alle zu dir aufschauen. Ja, weil ich hübsch bin. Du verschwendest echt keine Zeit. Baba. Tschüss, Tonja. Sie so, verdammt. Tonja, Renee, meine ich. Renee Ambrose. Okay, lang mal jetzt. Ciao, ciao. Ich fahr dann mal weg, du kleine Schnee. Da vorne ist noch ein Auto für dich, René. Da steht eins. Oh, was haben wir denn hier? Müssen wir gerade mal gucken, was hier los ist, ne? Oh, shit. Oh. Okay, René, bitte hilf mir! Nice, da ist er. Alter! René! Schnell! Danke! Du bist so hübsch! Ja, hübsch! Ach Gott! Sie hat mich gehört! Weißt du, ich halte die Leute an. Zufällig, irgendwo. Und genau hier drüber ist ein Schrein oder was? Das ist ja wohl wirklich Zufall des Jahrhunderts. Nein! Nein! Okay, kommt ruhig zu mir. Oh, oh, fuck. Da unten liegt doch jemand rum, René. Ich,
ich kann da gar nicht hin aimen. Warum bewegt sich? Man kann nur hoch und runter? Pff. So, plündern. Ich denke, das wird auch etwas minimal chilliger, wenn wir die Sachen eingenommen haben. Also wenn die uns gehören, diese Teile. Wie kriegen wir die Leute da jetzt raus? Ah, hier. Im Ernst. Danke, Deputy. Bitteschön. Ich bin dann doch voll freundlich. Heilige Scheiße! Ja. Komm, René, die sind blöd. René, die kommen, glaube ich, mit Frauen nicht klar. Steig ein, lass uns fahren. Nein, keine Musik. René, bist du da? Ja! Wir brauchen sie doch irgendwie. Es ist zu hart ohne sie. So nach 300 Meter. Ja, ich kann saugut fahren. Okay, warte. Hör auf, Leute zu schlagen. Hat der gerade echt eins Leute geschlagen? Du. Kennst du Radonkuren? Nö. Die waren früher mal richtig angesagt, von wegen Naturheilkunde und so. Jedenfalls gibt es einen alten Kurort, gar nicht weit von hier. Ja, nice. Die Sekte versteckt da Drogen und Waffen. Das könnten die später brauchen. Das sind unsere Leute, ne? Okay. Jetzt noch ganz kurz da rein. Es ist so viel los, es ist echt geil. Ah, fuck, shit, da sind ja Tiere drin. Ja, mach ich doch. Wie sie davonläuft, mach den Puma tot! Boah, wie ich ihn genudelt hab. Alter, meine Skills sind mal wieder on point. Oh Gott, noch ein Puma? Ich seh nicht. Ja, voll den Anus geschossen. Ja. Nice. Give me that chat. Ah. Okay, können wir jetzt bitte zum Ziel fahren? Also ich meine, das ist schon cool, auf jeden Fall. Ich will gar nicht meckern. Aber ich will nicht meckern. Komm, steig ein. Aber kurz zurücksetzen. Hoppala, wie ungeschickt von mir. Ach Gott, wollte ich nicht. Die arme Ebenezer oder wie sie heißt. So, die Victoria's Secret Seeds. Oh mein Gott. Sind die noch... Ist das noch so weit weg? Ah, jetzt müssen wir mal durchfahren hier. Ne, wir rennen jetzt nicht in diesen Büffel rein. Wir fahren jetzt. Schade, Glück gehabt. Ja, der soll den ruhig mal killen. Also es müssen auch ein paar Leute sterben. Ne? Ich kann ja nicht die ganze Zeit hier aufpassen. Obwohl ich das Ding natürlich schon gerne mal zerstören würde, nicht wahr? Ich hoffe, ich kann es einfach so machen. Ja, kann ich. Bye, bye. Ha! Hä? Fährt er jetzt noch oder rollt er nur? Ah, der rollt nur. Okay, wartet. Einfach nur, dass wir so eine Mission jetzt hier nebenbei noch gemacht haben. Das war mal was anderes. Bumm. War das nicht richtig? Wenn ich jetzt nicht machen muss, warum kommt jetzt kein Erfolg oder sowas? Fahre ich überhaupt richtig? Ja gut, hab ich gesagt. Sag mal, was ist denn hier los? Ist das... Ich glaube, der fliegt gerade, ne? Nein. Komm. Nein, wir lassen uns jetzt nicht aufhalten. Wir lassen uns nicht aufhalten. Komm, steig ein. Am besten hinten drauf, dass sie rausballern kann. Komm, steig ein, danke. Es ist gerade eine Rakete geflogen. Die Leute sind echt krass drauf, Mann. Die sind so krass drauf. Ja, ich sehe alle drei. Oh no. Finde ich ein bisschen frech von dem Fini, der so einfach rumfliegt. Aber gleich sind wir da. Oh shit. Hallo. Bin auf der Durchreise. Da vorne ist eine Brücke, sehr gut. Fini, willkommen. Willkommen, du Sack. Hör auf, die Leute zu essen. Es ist so geil, wenn man die überfährt. So, da kommen wir über die Brücke hier, oder? Hier links. Das war echt knapp, Dude. Da vorne ist er. Wir sind ein bisschen umfahren, aber wir müssen jetzt erstmal auf seine Seite. Ich hoffe, wir sind auf seiner Seite. Ah, sieht gut aus. Jetzt kriegen wir den Sack. Da haben wir auch wieder die den Weg. Gibt eine schön lange Folge für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Komm schon. Achso, und jetzt ist auch nochmal ganz wichtig hier an der Stelle, wie
gut könnt ihr mich hören? Das Spiel ist doch sehr laut. Könnt ihr mich jetzt trotzdem noch hören? Oder ist das eher... Ich hab beide überfahren auch. Oh doch, gut. Krass, wenn man hier zu Fuß unterwegs ist, wird man hundertprozentig sterben. Nein, der ist eben wieder losgeflogen, oder was? Nee, ist er nicht, ne? Ah! Komm! Ich will das da rein! Okay, sie ist down. Ich bin zum Glück so hart am reinreißen. Ist er hier? Ich rette jetzt mal kurz sie, weil sie hat mich auch schon so oft gerettet. Ich kann sie jetzt nicht liegen lassen. Komm her. Für sie weiter, Hilfe, bitte! So, Feeny, wo bist du? Durch. Ich gehe da rüber. Ah, da ist. Das Bienennest lassen wir mal. Gute Idee. Wir haben jetzt ja festgestellt, dass es ziemlich hart ist. Und sie, gute Idee. Was geht jetzt hier ab? Jetzt habe ich eine Wackelpuppe gefunden. Leute? Der ist doch jetzt nicht in einem Bug drin, oder was? Der Feeny buggt doch jetzt nicht hier irgendwo, oder? Hier ist doch jetzt eine Höhle. Das wäre echt höchst. Das wäre wirklich, also... das wäre wirklich ein bisschen verbuggt. Wenn der jetzt echt in einem Bug drin hängt. Das sieht beinahe so aus. Wartet mal, ich nehme den Heli kurz ein Stück zur Seite. Dann lege ich den C4 hin und hoffe, dass es ihn irgendwie trifft. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber... Ja, wenn nicht, muss ich... Keine Ahnung, weiß ich denn auch nicht. Aber das ist echt... jetzt haben wir schon so diverse Kleinigkeiten gehabt. Ich rücke vor. Feeny, wo bist du? Was machst du? Warum bist du... Macht das Spaß da unten, oder? Ist das cool, was du da machst? Das ist mir zu eng hier. Was? Was? Wir sind draußen. Das ist jetzt... Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich werde jetzt hier die Folge doch einfach beenden. Das halt im nächsten Mal weitermachen. Ich speichere jetzt hier und lade und dann sollte er wahrscheinlich irgendwo oben stehen und nicht mehr im Boden rumbacken. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.